Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Hier ist wieder euer Punky, wir befinden uns in Vanilla Bay und endlich mit dabei Queen Cities. Lange angekündigt, nun ist es soweit, das DLC ist erschienen und wir befinden uns nun in den ersten Aufnahmen mit dem neuen DLC. Und natürlich werden wir das DLC uns gleich mal anschauen. Denn ich möchte hier so ein bisschen mit unserem Wasser aufräumen. Denn die Entwickler haben uns etwas Schönes an die Hand gegeben. Zum einen sitzen wir nun ökologische Abwasseraufbereitungsanlagen. Und zum anderen, wenn wir bei Müll mal nachschauen, haben wir schwimmende Müllsammler. Diese würde ich jetzt hier gerne erstmal platzieren. Das ist komischerweise ein bisschen zu nah, aber gut, da müssen wir uns dann nochmal drum kümmern. Hier werden wir einen hinsetzen und hier. Den müssen wir nochmal ein bisschen verschieben. Warum? Ganz einfach. Wir reisen jetzt, das muss ich auch kurz im Pausenmodus machen, weil sonst meckern unsere Leute herum. Wir reisen jetzt hier alles ab und ersetzen die praktisch für die ökologischen Wasseraufbereitungsanlagen. So, das wäre dieser Streich. Der nächste folgt zugleich. Die Leitungen werde ich auch erstmal für den Moment kurz hier abreißen, damit die uns hier nicht im Weg sind. Muss mal so für den Moment. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier das platzieren können, dass es auch noch gut aussieht. So. Da noch eine hin. Und hier. So, dann haben wir schon mal wieder unsere ersten vier neuen Anlagen. Die müssen natürlich erstmal verbunden werden mit dem bestehenden Netz. Okay. Verbinden wir erstmal die Anlagen an sich und dann hier hoch und so. Und das gleiche müssen wir noch auf dieser Seite machen. Das heißt, hier reißen wir sie auch nochmal alle ab. Okay, perfekt. Jetzt können wir uns hier mal um den Hügel kümmern, denn das gefällt mir hier auch nicht mehr so ganz. Das können wir jetzt ein bisschen vernünftiger darstellen. So, was macht er denn jetzt hier? Wir wollen das ganze Gelände mal etwas glätten. So vielleicht. Genau. Und jetzt kommen hier nochmal Wasseraufbereitungsanlagen hin. So, wo fangen wir denn mal an, das Ganze zu setzen? Ich würde sagen, hier hinten. Es geht ohne uns irgendwas abzureißen. Einmal, genau. Zweimal. Da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben.
damit das auch ungefähr so wird, wie ich mir das vorstelle. Kann ja auch einfach hinklatschen, aber ich versuche die gerade so ein bisschen in einer, ja, wie sagt man, in eine Flucht zu bekommen. Ah, gut, das hier dürfte natürlich nicht funktionieren, ist klar. Kriegen wir hier vielleicht noch zwei hin, dann wäre das auch okay. Machen wir es mal so für den Moment. Ein Stück, komm. Ja. Und hier noch eins hin. Sehr schön. Gut. Auch das wieder mit unserem Netz, beziehungsweise dass wir die Anlagen an sich komplett verbinden. Und dann einfach mal komplett hier die Knoten verbinden. Dann hätten wir das nämlich auch. Sehr schön. Und wir können das Spiel wieder laufen lassen. Wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten wir jetzt hier auf jeden Fall gleich alles aktiv sehen. Und das sieht gut aus. Und unsere Leute sollten jetzt wieder ein bisschen, ja gut, Kapazität haben wir jetzt natürlich noch nicht erhöht. Möchte ich aber in dem Zug auch noch machen. Das heißt, ich würde ganz gerne hier noch eine Anlage hinstellen. Reißen wir das nochmal ab für den Moment. Machen auch nochmal kurz eine Pause. Wobei, brauchen wir nicht. Und dann kommt hier jetzt im Endeffekt noch eine Abwasseraufbereitungsanlage hin. Und eine Möglichkeit hier noch. Wenn es geht, ohne das abzureißen, das wäre echt nice. Wobei, warte mal. Wer möchte denn da wohnen? Ne? Also wahrscheinlich keiner. Also werden wir das hier bei. Nee, warte, das kriegen wir anders hin. Lassen die da wohnen, die können ja selber entscheiden, ob sie da wohnen wollen oder nicht. Mal gucken, wie weit wir ran können. Könnte ja auch der Arbeitsplatz sein. So, okay. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht noch ein bisschen rausschieben können. So vielleicht. Ja, das ist okay. Und jetzt verbinden wir das Ganze hier wieder mit unseren Rohren. Und schließen das Ganze auch nochmal hier an und auch vielleicht nochmal so einen Knoten hier rüber. Gut. Dann hätten wir das auch schon. Nice. So, wie sieht's sonst aus? Strom haben wir, ja, Strom haben wir satt. Wasser, Verfügbarkeit, da wird's auch so langsam kritisch. Das heißt, wir brauchen neue Pumpen. Da braucht's neue Pumpen. Wo können wir uns denn mal weitere hinsetzen, wo sie uns nicht so stören. Hier im Industriegebiet könnte ich mir vorstellen, können wir auch noch mal ein paar Pumpen reinbauen. Vielleicht hier hinten hin. Mal gucken. Wo haben wir sie denn? Unsere Wasserpumpenstationen. Ja, würde ich einfach mal sagen, wir setzen noch hier so zwei hin. Theoretisch gesehen benötigen die keine Straße. Aber ich finde es halt immer ganz nett, wenn da irgendwie so eine Straße existiert für Wartungsarbeiten oder ähnliches. Müssen wir mal sehen, wie wir die jetzt hier noch integrieren können. Wobei, ich habe eine bessere Idee. Wir können
und vom Industriegebiet hier rüber so eine Wartungsleiste bauen, haben wir natürlich das Problem jetzt, dass wir hier eine Brücke haben. Das ist schon etwas ungünstig. Aber wir können ja auch eventuell hier rüber. Es wird dunkel. Das ist blöd. Machen wir mal ganz kurz so für den Moment. Dunkel ist blöd. So vielleicht. Und jetzt hier irgendwie nach unten. Ich meine, wie gesagt, die Straße ist total überflüssig. Das ist wohl wahr. Aber ich finde es halt irgendwie schön, wenn man das so eben nutzen kann. Und dann hier irgendwie so nach oben. Ja, so hier als Beispiel. Da kann man sich nämlich vorstellen, dass hier zum Beispiel die Servicefahrzeuge parken und gegebenenfalls hier Wartungsarbeiten machen. Müssen wir mal gucken, wie das am Tag aussieht. Im Moment finde ich das gar nicht so schlecht, aber ja, müssen wir mal schauen. Strom benötigen wir natürlich auch noch. Und den können wir uns direkt hier von unserem Güterbahnhof holen. Sehr schön. Dann sollten wir nämlich da jetzt auch auf jeden Fall genug Kraft haben. Ja, Abwasser haben wir jetzt auch wieder einen vernünftigen Part gekriegt. Das hier passt auch. Warum die Anlage deaktiv ist oder warum ist der außer Betrieb? Die ist doch angeschlossen. Die ist im Normalbetrieb und die ist außer Betrieb. Gut, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Warum das jetzt so ist, kann ich gerade nicht sagen. Gucken wir uns weiter an, wie es mit dem Müll aussieht. Unser Mülldeponieauslastung ist 73%. Das heißt, wir sollten mal bei den Deponien vorbeischauen. Da scheint sich wieder was anzubahnen. 77%. 59, 84%. Haben wir denn hier weitere Mülldeponien? Müllverbrennungsanlagen meine ich. Vielleicht können wir auch hier das eine oder andere tauschen, denn die Entwickler haben uns auch endlich ein Recycling Center spendiert. Und das in Kombination, denke ich mal, könnte dazu führen, dass wir noch weniger Müll am Ende haben. Hier würde ich jetzt auf jeden Fall noch eine Müllverbrennungsanlage gerne hinsetzen. Dafür muss jetzt hier jetzt mal eine Industrie weichen. Und dann hätte ich ganz gerne hier schon mal unser erstes Recycling Center. Hier sind Parkplätze. Das ist ungünstig. Neben dem Shelter finde ich das jetzt auch nicht so prickelnd. Dann würde ich auch fast sagen, dann werden wir hier nochmal ein bisschen Tabula Rasa machen und werden das Gebäude einmal hier rein platzieren. Warte mal, vielleicht können wir es auch so machen, dass wir das ganz an die Straße bekommen und dann haben wir die Möglichkeit hier nämlich zu sagen, hier darf nochmal was entstehen. So, dann hätten wir das nämlich auch. Wunderbar. Gehen wir nochmal in den Layer Wasser. Und da sehen wir immer noch, das Ding hier ist immer noch deaktiviert. Warum ist das so?
Kann ich mir irgendwie nicht erklären. Ist das aktiv? Anscheinend kommt er mit den Leitungen hier nicht klar. Kann das auch sein mittlerweile? Haben die da was neu gemacht? Mal gucken. Dass wir zu wenig Druck haben, kann das sein? Hm. Das ist ja eher komisch. Gut, wenn einer von euch weiß, warum das so sein könnte, das wäre schön zu wissen, weil ich kann es mir gerade selber, ehrlich gesagt, nicht erklären, warum er uns hier das momentan so komisch anzeigt. Mal ist das eine aktiv, mal das andere, jetzt ist keiner aktiv. Sehr komisch. Oder haben wir in dem Budget irgendwas geändert? Zu Wasserthema? Nö. 100% sind 100%. Außer Betrieb? Es sind beide außer Betrieb. Ja, lol. Jetzt ist es wieder in Betrieb. Gut. Okay. Müssen wir uns später anschauen. Am besten nochmal bei Tag. Jetzt haben wir das nächste Thema. Bildung. Auch hier haben uns die Entwickler was Schönes spendiert. Und zwar, wo ist es hin? Bildung, genau. Man sieht es hier schon, eine freie Schule, ein Institut für bildende Künste und ein Institut für moderne Technik. Dieses und vieles mehr werden wir also in der nächsten Folge unterbringen. Erstmal habe ich das Ziel, jetzt so ein bisschen an unsere Overlays zu schauen, mir nochmal die einzelnen Gebiete anzuschauen, neue Gebäude euch zu zeigen und ich denke mal, dann in den nächsten kommenden 2-3 Folgen müssen wir uns um den Verkehr nochmal kümmern, und zwar richtig und auch mit Konzept. Da habe ich auch schon einiges vorbereitet, aber das und vieles mehr, wie gesagt, seht ihr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt und nichts verpassen wollt, dann empfehle ich euch, hinterlasst sehr gern ein Abo. In diesem Sinne, euer Punky vom Punky Let's Zock. Bye bye.